Und herzlich willkommen zurück zu X4 Foundations mit dem DLC Split Vendetta. Und ich mache mal wieder hier so eine Satellitenaufstellmission der Teladi Handelsgilde, an dessen Ende ein Seminar für Piloten steht, was ich dringend brauche. Ich befürchte nur, ich brauche danach gleich dann noch eins. Mal gucken, wo ich das herbekomme. Und diesmal schaut es auch so aus, dass ich diese Kettenmission auch erfolgreich abschließen kann, nachdem ich das ja vor etlichen anderen Episoden ja total in Sand gehauen habe, weil ich versehentlich eine andere angenommen habe. Und die andere dann irgendwie gelöscht, überschrieben wurde, wie auch immer. Ich weiß auch nicht, ob das ein Bug war. Ob das so beabsichtigt ist, keine Ahnung. So, hier waren wir doch auch schon mal. Das ist doch genau das, wo wir das doch schon mal abgedeckt haben, oder nicht? Ja, lass ich aber auch wieder meinen Piloten machen. So, das ist jetzt der, den ich mit den vielen kleineren abdecken möchte. Hallo. Hi, hi. So, hier machen wir jetzt das Dreieck, würde ich sagen. So, also einmal hier. Satellit. Da. Satellit und hier oben. Satellit. Ich spare mir den einen erweiterten Satelliten jetzt einfach mal aus. Und dann bin ich durch und dann habe ich das Seminar. Dann schauen wir mal, was dann passiert. So, der Erkunder, den habe ich ja Befehl gegeben, Morgenstern. Vielleicht sollte ich dem auch mal verhalten. Piratenüberfall, aufgegebene Schiffssektorreise. Ich bin mir halt nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich weiß halt nicht, wie es hier mit Piraten und so weiter aussieht. Dafür kenne ich das System halt nicht, aber wir machen das jetzt einfach mal so. Ein bisschen wehren kann er sich ja und er hat ja einen halbwegs ausgebauten leichten Speer. Ist aber auch Argonengebiet, jetzt sollte eigentlich nichts passieren. So, wir haben schon mal 60 abgedeckt mit einem Satelliten, ja, ja. Das war, glaube ich, die richtige Entscheidung, dass wir da jetzt keinen erweiterten Satelliten genommen haben, weil das wäre eine Überabdeckung gewesen für knapp 130.000 Credits, hätte sich das nicht gelohnt. So, 83, das heißt, mit dem da oben sollte sich das dann erledigt haben. Wobei, wir verschieben das noch ein bisschen weiter nach oben. Und zwar hierhin. Ich hoffe, das reicht. Ne, weil hier sollen wir nicht so viel abdecken. So, und dann würde ich sagen, fliegen wir im Anschluss zum Hauptquartier zurück, weil Bosotar wollte uns ja sprechen. So, bitte. Da, wieder Missionsupdate, Stationsbesitz transferiert. Sehr schön. So, da haben wir auch das Seminar erhalten. Das hat also wunderbar funktioniert, so wie ich das vorhatte. Und du fliegst jetzt auf jeden Fall zurück zum Hauptquartier. So, und jetzt wollen wir mal schauen, ob das so funktioniert. Kann ich helfen? So, Pilotenseminar durchführen. Das können wir jetzt, weil wir haben jetzt dieses 2-Sterne-Seminar. So, ist jetzt durchgeführt. Und er hat die 3 Sterne. Ja! Sehr schön. So, deswegen brichst du mal deine Mission ab. Entferne alle Aufträge und fliegst auch zum Hauptquartier. Er ist sogar an dem 4. Stern dran. Das hat also... Wundert mich eigentlich. Aber gut, hat funktioniert. Alles super. Das wollte ich haben. Da wollte ich hin. Und dann werden wir auch gleich sehen, warum.
Denn während ich zum Hauptquartier jetzt auch zurückfliege, das mein Chauffeur macht, wenden wir uns dem Agronen Raumdock zu, denn dann werde ich jetzt nämlich, wie gesagt, meine Taktik ändern und werde jetzt hier einen Merkur-Transporter, mit dem ich, glaube ich, auch einen Händler-Preset schon fertig gemacht habe. Genau, einen Merkur-Angreifer, der auch sich verteidigen kann. Hier habe ich jetzt allerdings zwei Bolzengeschütze verbaut. Ich glaube, wir können den auch mal einen Reiseantrieb MK3 gönnen. Das ist für einen Händler, glaube ich, mal gar nicht so verkehrt. So, Schilder hat er leichte. Ich glaube, das können wir bei dem ersten machen. So, aber Geschützturm, bin ich mir nicht sicher. Na gut, die Flak kostet natürlich jetzt auch nochmal ordentlich. Aber ich denke, der Bolzende ist schon okay. So, Einkaufsliste hinzufügen. Einen Merkur-Angreifer für 520 1000 Credits. So, es gab auch keine Warnung, dass nicht genügend Sachen da wären. Ja, er wird auch schon direkt gebaut. Ich hoffe, ein Pilot war automatisch mit dabei. Ich glaube aber schon. Ah, ich glaube, ich habe was vergessen. Ja, das kann ich ja gleich immer noch machen. So, wir kaufen uns jetzt einen M-Frachter. Und der eine oder andere wird sich wahrscheinlich die ganze Zeit gefragt haben, liebe Güte, warum soll der Pilot denn unbedingt jetzt 3 Sterne bekommen? Das werdet ihr gleich sehen. Und das hatte ich in dem Probespiel zu diesem Zeitpunkt, also wie lange ich dieses Spiel schon spiele, schon viel, viel, viel früher. Und da war es auch so, dass die Piloten, die gekauft wurden, meistens halt schon auch ziemlich hoch gelevelt waren. Also da hat Egosoft auf jeden Fall auch was geändert. Wobei, ich will ehrlich sein, ich finde es so besser. Aus dem Grund, dass man halt ein bisschen noch was tun muss und nicht alles geschenkt bekommt. Denn da hatten sich dann auch im Forum etliche Leute darüber aufgeregt, dass er zu schnell alles geschenkt bekommt und ja, man das Spiel nebenbei laufen lassen kann, was ja theoretisch geht, und man trotzdem Kohle verdient und irgendwann am Ende dann irgendwie doch irgendwie alles hat. Das ist ja auch nicht im Sinne des Erfinders, so muss man halt immer doch noch ein bisschen mehr tun. So, 30 Sekunden noch, dann ist der Merkur-Angreifer fertig. So, der Erkunder ist jetzt auf jeden Fall schon in dem Weg, jawohl, zum Hauptquartier. Weil da werde ich dann gleich den Angreifer, Merkur-Angreifer auch hinschicken. Gut, dann hat sich dieses Aufstellen dieser Satelliten auf jeden Fall gelohnt. Denn dann kann ich jetzt den nächsten Schritt umsetzen, den ich eigentlich so vorhatte. So, da ist er. Dann benennen wir den auch gleich um, denn das ist jetzt Händler. System. Leuchtendes Versprechen. Händler 1. So, jetzt will ich aber trotzdem nochmal schauen. Information. Erreiche System. Dreieinigkeit. Ja, das ist es nämlich. Ich habe denen keine Servicemannschaft zugewiesen. Das sollte ich aber in dem Fall machen. Wenigstens ein paar. Erreiche System. Sündhafte Vergeltung. Wenigstens ein paar. So, das können wir aber jetzt noch machen, nämlich hier. Und zwar machen wir mal Servicemannschaft. Erreiche System. Frau Manier. 5. Das sind nochmal 50k. Das können wir uns aber erlauben. Das sind nochmal Besatzungsmitglieder, die wir jetzt dazu packen. Da sind sie. Für alle Fälle. Denn die fangen nämlich auch an, wenn das Schiff Schaden erlitten hat durch Angriff oder so, an zu reparieren und so weiter und so fort. So, das heißt, du dockst jetzt auch bei Hauptquartier an. So, den Befehl müsst ihr bekommen haben. Vielleicht ist der Transfer noch nicht abgeschlossen von der Crew. Doch, jetzt ist er fertig, jetzt fliegt er los. Sehr schön. Gut, gut. So, wir sind jetzt auch in Frommer Nebel, glaube ich, ne? Ja.
Sehr schön. Ja, so langsam läuft das Ganze an und das ist ja das Schöne bei diesem Spiel, wir sind da noch lange, lange, lange nicht am Ende. Denn natürlich habe ich schon weitere Pläne. Erreiche System Nupileus Glück. Aber die kann ich jetzt erstmal nur vorbereiten. Tun werde ich dann erstmal weitere Geldeinnahmequellen. Erreiche System profitabler Handel. Tja, hier haben wohl die Teladi ein bisschen Probleme mit der mit den Piraten von der PGS. Geht mich aber erstmal nichts an. So, der Erkunder ist auf jeden Fall schon mal da. Genau, und hier ist mein erweiterter Satellit, den ich so aufgestellt habe. Theoretisch könnte ich den nächsten auch hier bei den Sprungtoren aufstellen. Das hat auch einen Grund, das werden wir dann auch sehen, wenn es soweit ist. Ups. Stopp, nee, das wollte ich gar nicht. Ich wollte keinen zusätzlichen Befehl einfügen. Ah, mir fällt gerade sofort auf, dass hier erstmal weniger Asteroiden zu sein scheinen und nicht mehr so dicht gedrängt, wie es das letzte Mal, als ich hier war, war. Vielleicht war das wirklich ein Bug, dass zu viele beieinander gespawnt sind und das haben sie gefixt. Aber es ist jetzt nur mein erster Eindruck jetzt. Vielleicht täusche ich mich auch gleich wieder. Kommt gleich an die Stelle, wo dann... Na doch, da vorne ist noch gehäuft, alles klar. Da hat sich dann doch erstmal noch nichts geändert. Oder aber, weil es halt vom Spiel schon so erstellt worden ist, dass der Cluster, hier sieht man es ganz gut, noch so dicht beieinander ist. Vielleicht legt sich das ja wieder, wenn das dann abgebaut wird, das Ganze. Aber da werden wir ja dann auch noch dazu kommen. So, Händler 1, wo bist du? Du müsstest da auch schon vor meinem Nebel sein, ja. Gut, aber wir landen jetzt erstmal und gehen zu Bosotar. Home Sweet Home. Keine Ahnung, wo er dann da lang fliegt jetzt hier. Aber wahrscheinlich wird die Landung ähnlich komisch ausfallen, wie wir es bisher jetzt immer hatten. Also da haben sie auf jeden Fall einiges irgendwie verändert. Was nicht so ganz... Ja, stimmig ist, will ich es mal sagen. Gut, auf jeden Fall wird es auch eine Weile dauern, bis das Solarkraftwerk die Kosten, die es verursacht hat, um es aufzubauen, wieder eingespielt hat. Aber sie spielt es dann ein. Und zwar so lange, bis es zerstört wird. Das wird hoffentlich nicht passieren. Ich will jetzt nicht gerade hoffen, dass hier irgendeine Xenon-Flotte jetzt mal eben vorbeikommt. So, wir hatten, genau, wir müssen mit Bosotar sprechen. Oder beziehungsweise sie will uns sprechen. Kommen Sie schnell her, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben einen Eindringling. Vielleicht ist eine alte Anlage nach ihrem langen Ruhezustand wieder erwacht. Oder vielleicht hat ein Wesen aus einem parallelen Universum seinen Weg durch den Riss gefunden. Tut mir leid, Sie enttäuschen zu müssen. Ich bin es nur. Jetzt schauen Sie nicht so geschockt. Ich sollte vielmehr überrascht sein, dass ausgerechnet Sie so einen Laden betreiben. Eindringlinge, würden Sie bitte zwei Schritte zurückgehen? Damit ich die Vernichtungsprotokolle initiieren kann. Und Sie, der Torborone, ein paar Splits sind an mich herangetreten, um Sie aufzuspüren. Zum Glück für Sie finde ich solche Aufgaben unglaublich nervtötend. Del Buster, da ist er wieder. Nachdem sich die Lage mit dem Pakt von Grüne Schuppe verschlimmert hatte, hat man sogar mein Schiff angegriffen. Wir hatten keine Chance. Und nur wenige konnten den Rettungskapseln entkommen. Nachdem ich sichergestellt hatte, dass die Überlebenden wohl auf waren, fing ich an zu rekonstruieren, was geschehen war.
Was ist mit Reen passiert? Reen hat sich selbst der argonischen Polizei gestellt. Sie unterstützt die Polizei jetzt dabei, die Aktivitäten des Pakts von Grüne Schuppe zu stören. Offenbar hat sie meine Anweisungen nicht haargenau befolgt. Ein Plan, der auf die Kooperation von einem verrückten Schurken setzt, ist nicht wirklich ein Plan. Wenn man etwas lange genug beobachtet, dann kann man auf alles vorbereitet sein. Sogar auf Verrückte. Warum bist du hier? Ich hörte irgendwann immer wieder Gerüchte von einer mysteriösen Station, die aus dem Nichts auftauchen soll. Da ich gerade erst meinen Stolz und meine Lebensfreude über Bord geworfen hatte, suchte ich nach einem Neustart. Also brach ich hier ein. Ich hatte damit gerechnet, von Geheimagenten der Regierung aufgegriffen und zu einem beschaulichen Verhör gebracht zu werden. Aber stattdessen traf ich auf Sie und den Baronen hier. Sie sind ein Eindringling aus einer anderen Dimension. Ich bin der beste Eindringling diesseits des Multiversums. Mit meinen analytischen Fähigkeiten, Ihren Ressourcen und dem prickelnden Charakter des Baronen können wir alles erreichen. Was sagen Sie? Probieren wir es. Sie werden es nicht bereuen. Ich vermesse den Raum hier, damit ich meine Ausrüstung herbringen lassen kann. Das werden Sie gewiss nicht tun. Das ist mein Labor. Sie werden mich gar nicht bemerken. So, was ich noch viel interessanter finde, hier wird gekämpft irgendwo. Verteidigungsdrohnen. Ah, die Verteidigungsdrohnen sind gestartet. Gegen eine Karggruppe Königinwächter. Ja, dafür habe ich die Verteidigungsdrohnen ja eingekaufen lassen. Damit die eben sowas vernichten. Was sie hiermit getan haben. Sehr schön. Meine Verteidigungsdrohnen haben also funktioniert. Sehr schön. Ja, gut. Also anscheinend, Del Basta ist jetzt hier. Auch wenn Bosotar das nicht so gerne möchte. Jetzt bei uns auf der Station. Na gut. Ich glaube auch, dass er uns helfen kann. Und er hat ja gesagt, zusammen mit den Baronen wird das sicherlich ein Vorteil bringen. So. Da ist der Kurier. Aber wir warten jetzt einfach mal hier. Wie gesagt, deswegen liebe ich dieses Spiel. Wir warten jetzt hier einfach mal auf meinen Händler. Quasi mein erstes Klasse-M-Schiff. Er müsste bald zu sehen sein. Schauen wir mal auf der Karte. Da kommt er. So, ich hoffe, die Drohnen konnten wieder landen. Und stehen beim nächsten Mal wieder zur Verfügung. Das muss ich gleich mal gucken, ob die nur einmal zur Verteidigung gebraucht werden. Ja, aber die Verteidigung hat soweit erstmal mit den Drohnen funktioniert. Vielleicht sollte ich noch ein paar mehr einkaufen lassen. So, na komm. Wo bist du? Da ist er. Ja, wahrscheinlich ruft er sich jetzt erstmal ein. Hier sieht man übrigens das Schutzschild, ne, warum ich jetzt ohne Raumanzug hier rumlaufen kann. Ne, was so leicht aufflackert hier immer. Falls sich jemand fragt, wieso ich hier ohne Helm und so weiter stehen kann. Ja, so richtig weiß er noch nicht, wie er hier landen soll, glaube ich. Aber gleich dürfte er kommen. Da komm! Ich hab doch keine Zeit. Hallo, Partner! Was will er denn? Wie geht's? Ich habe mir die Informationen da zu den soziopolitischen Gefügen in den Splitgebieten näher angeschaut und analysiert. Ja, jetzt habe ich es natürlich versaut und kann ja beim Landung nicht zugucken. Verdammt, na gut, egal. So, was hast du über die Fraktionen herausgefunden? Das Gespräch sollten wir besser nicht über eine Kommunikationsverbindung führen. Reden wir unter vier Augen. Von mir aus auch das. So, da ist er. Mein M-Transporter. Man sieht, es ist wesentlich größer.
So, zack, 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 zack. Gehen wir mal dahin. Das ist ja eine etwas teure Investition fast schon gewesen. Wobei, gut, es ist billiger als der Jäger gewesen, aber es ist ja auch kein Militärschiff. Aber ja, das ist meins. Der hat natürlich ordentlich Frachtkapazität. Und natürlich vorne mit dem Logo drauf. So, wir gehen mal rein. Gucken uns mal das Cockpit an. Merkur, Angreifer. Da ich ja der Chef von dem Ganzen bin, kann ich natürlich hier jederzeit die Brücke betreten. Wir sehen, das Ganze ist dann auch schon ein bisschen geräumiger mit mehreren Sitzen und so weiter. Also, ja, herrlich. Ich sag ja, das sind so die Alleinstellungsmerkmale, die für mich, wie gesagt, nur für mich dieses Spiel ausmachen. Gut. Bevor ich nochmal zum guten Del Basta gehe, weil der, oder Buster, wie er jetzt im Spiel heißt, wird er mir jetzt ein paar Informationen geben. Werde ich jetzt aber mal das machen, warum ich jetzt alle hierher beordert habe. Und zwar, mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Und zwar du. Kann ich helfen? Arbeite woanders für mich. Und zwar auf dem Händler. Wähle ausgewählte Position Kapitän. Bestätigt. Zuweisen. Genau. So, der wird nämlich jetzt der Kapitän von dem Ding. Und... Kann ich helfen? Ah, okay. Der ist ja schon der Kapitän. Jetzt hat der Erkunde aber niemanden. Das ist natürlich doof. So wollte ich das eigentlich nicht machen. Ich wollte jetzt eigentlich schon, dass jetzt der Kapitän von dem neuen Händler... So, aber wir können das, glaube ich, hier, glaube ich, trotzdem so hier machen. Genau, da ist jetzt unser Rang 3 Pilot. Das ist hier, der den Erkunder die ganze Zeit geflogen hat. So, und Fähigkeit als Kapitän. Hier, Jennifer Nedley, das war, glaube ich, die Ursprungskapitänin. Der sage ich jetzt, du sollst im Erkunder arbeiten als Kapitän. Zuweisen. So, dann haben wir es doch jetzt. Eine aktuelle Information des Logistikbüros. Aufgrund umfangreicher Wartungsarbeiten im Verladesystem kann es zu Verzögerungen bei der Abfertigung kommen. So, jetzt haben wir getauscht quasi, ne? Wir können ja mal gucken, ob wir die schon irgendwie... Helfen? Die kann sogar schon Pilotenseminar durchführen. Oh. Kommt hier gerade ein anderer größerer Frachter, der kaufen will bei mir, weil ansonsten sehe ich keinen Grund, warum das Schiff jetzt ins interne Lager gebracht wird. Das passiert eigentlich nur, wenn jetzt ein anderes Schiff landet. Und da ich ja sonst keine weiteren M-Schiffe habe, weil man sieht ja ganz klar, das ist eine M-Plattform hier, könnte das sein, dass jetzt gleich ein anderes Fraktionsschiff von der Klasse M kommt, der von mir Energiezellen kauft. Wenn wir gleich sehen, ob das so ist oder ob das Ding jetzt einfach wegen Untätigkeit jetzt ins interne Lager gebracht worden ist. Ich könnte das jetzt auch manuell wieder hier rausholen. Gucken wir mal, ist hier was im Anflug? Tatsächlich, ein Paraniden-Energiehändler kommt. Deswegen wurde unser Schiff jetzt erstmal in den internen Bereich gebracht, damit das Paraniden-Schiff landen kann und Energiezellen kaufen. So, und das müssten wir jetzt hier auch sehen. So ist es, da kommen sogar zwei. Die jeweils einmal 456 Einheiten und einmal 65 Einheiten kaufen. Das funktioniert also jetzt auch. Können Sie kämpfen oder wollen etwas für die Sicherheit tun? Kaufen Sie sich eine Polizeilizenz und sorgen Sie für ein sicheres Universum. Erhältlich in jeder Handelsstation. So, Verteidigungsdrohnen sind alle noch da. 5 von 5, mehr konnte ich sowieso nicht kaufen. Okay, alles klar. So, das Paranidenschiff, da ist es.
Da landet es und kauft jetzt Energiezellen von mir. Sehr schön. Das kann man sich also auch noch angucken quasi. Herrlich. Aber wie gesagt, dafür liebe ich dieses Spiel. Wo man quasi zugucken kann, was in diesem Universum so passiert. Und wie gesagt, Bugs hin oder her und Probleme hin oder her. Aber das Spiel hatte da in der Hinsicht wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. So, alles klar. Gut, aber dann kommen wir jetzt noch zu dem... Wegen dem 3-Sterne-Piloten. Warum habe ich das gemacht? Weil jetzt habe ich nämlich die Möglichkeit, Verhalten als Standard. So, ich kann ihn jetzt automatisch handeln lassen. Na? Und man sieht ja hier, dafür braucht man 3 Sterne. Deswegen kann ich ihm jetzt diesen Befehl geben. Zack. So, Waren hinzufügen, entfernen. Er soll mit allem handeln. Das heißt... Er handelt mit allem, was er finden kann. Die Sicherheit möchte alle Besucher daran erinnern, ihre Wertsachen stets bei sich zu tragen. So. Ja, also er soll mit allem, was... Egal, er kann mit allem handeln. Völlig wurscht, ob mit Raumsprit, egal was es ist, er kann mit allem handeln. So, zack, das habe ich ihm gesagt. Dann verankern in profitabler Handel 1. Das ist okay, das kann ruhig bleiben. Wobei... Ich habe ja ein Ziel. Und idealerweise verankere ich ihn... Oh, Moment, stopp. Das habe ich, glaube ich, jetzt versaubeutelt. Und zwar verankere ich ihn in gesegnete Vision. Er soll bei dem Heiligen Orden des Pontifex. Mit denen habe ich ja keinen Driss. Aber wenn er mit denen handelt, verbessert er den Ruf. So, und sag ihm auch, er kann ruhig jeweils 3 Sprünge machen. Das ist einmal für Kaufen und dann für Verkaufen. Das heißt, er ist verankert hier und kann dann sowohl 1, 2, 3, was weiß ich, also die ganzen Systeme kann er quasi handeln. Ne? Das ist jetzt also quasi ein automatischer Händler. Das Einzige, was ich jetzt, glaube ich, noch machen muss, ist ihm... diese Befehle löschen. Ich warte darauf, dass sie mir sagen, abzudocken. So, und er müsste jetzt eigentlich gleich automatisch abdocken. So. Unsere hiesige Schiffswerft nimmt schrottreife Schiffe zu günstigen Konditionen in Zahlung. Abdocken ausführen, genau. Er müsste jetzt eigentlich bald da rauskommen und loslegen. Machen wir das jetzt mal so. Vielleicht klappt das ja jetzt besser. Und er fliegt dann auch selbstständig los. Befehl dockt ab. Gut, vielleicht klappt das ja jetzt. So, da kommt jetzt das Schiff hoch. Hm, da saß er gerade drinnen mit seinem Co-Piloten. So, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt auch gleich dann abheben wird. Sonst muss ich da jetzt noch ein bisschen nachhelfen. Na komm schon. Ich warte darauf, dass sie mir sagen, abzudocken. Ja, dock doch ab. Er braucht halt immer noch ein wenig. Da muss ich manuell erstmal ins All. Achtung, wichtige Durchsage. Wegen einer Bombendrohung muss die Touristensektion der Station sofort geräumt werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Personals und halten Sie sich von den Touristensektionen fern, um die Evakuierung nicht zu behindern. Ja, machen wir das jetzt so. Jetzt habe ich ihm gesagt, er soll abdocken. Ja, und das ist dann einer meiner ersten automatischen Händler. Das heißt, er ist auch nicht dieser Station hier zugeordnet. Sondern der fliegt halt selbstständig durchs All. Ja, sieht ein bisschen komisch aus, wie er wegfliegt, aber er fliegt jetzt weg. Ja, und der sorgt jetzt dafür, so,
So, den Befehl kann man jetzt löschen. So, weil der Befehl sorgt jetzt dafür, dass er jetzt einfach mit allen möglichen Waren, die er jetzt hier an Stationen hat, handelt und halt etwas Kohle verdient für mich. So, da steht schon, er sucht nach Handelsangeboten. Freies Handel. So, jetzt hat er schon festgelegt, alles klar. Hopp, Komplex für veredelte Güter, da wird er jetzt was kaufen. Wir könnten theoretisch sogar gucken, was. Oder? Sieht man das nicht eigentlich irgendwo? Hier. Plus. Genau, er kauft Graphen und verkauft die dann an die Hightech-Fabrik in Reiner Blick. Genau. So, das heißt, das funktioniert. Der ganze Laden läuft jetzt. Wegen einer Bombendrohung muss die Touristensektion der Station sofort geräumt werden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Personals und halten Sie sich von den Touristensektionen fern, um die Evakuierung nicht zu behindern. Jo, damit war es das auch wieder für diese Folge und mit dem Abflug des nächsten Paraniden, der bei mir eingekauft hat, nämlich Energiezellen, weil mehr produziere ich hier gerade noch nicht. Wenn ich auch diese Episode, der erste größere Schritt ist getan, um noch mehr Credits im Hintergrund zu generieren. Schauen wir mal, wie das weiter wird. Also, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Bye, bye.